Verlässt du sibirisches Festland, warnte der Polarforscher Ferdinand Baron von Wrangel, bist du ein Spielball der Elemente. Wo heute Eisbrecher mit modernem Navigationsgerät den Stürmen der Beringstraße trotzen, liegt das Seemannsgrab vergangener Jahrhunderte. Wrangel war 1823 im Auftrag des Zaren auf der Suche nach einem Relikt der letzten Eiszeit. Einem sagenumwobenen Archipel am östlichen Ende der Welt. Kosaken hatten davon berichtet. Und Inuit beobachteten Vögel, die aufs offene Polarmeer flogen. Hinweise gab es viele. Allein das rätselhafte Eiland blieb verborgen in den Weiten der Ostsibirischen See. Erst 60 Jahre nach Wrangels Suche strandete der Walfänger Thomas Long vor der abgelegenen Insel und benannte sie nach dem baltischen Adligen. Bis heute ist das Eiland schwer erreichbar. Expeditionsschiffe wie der russische Eisbrecher Professor Gromov sind die einzige Verbindung zum sibirischen Festland. Auf den Seekarten des Kalten Krieges glänzte hier ein ausradierter Fleck, ein Spähposten der Sowjets vor dem Erzfeind jenseits der Beringstraße. Alexander Grusdev, oberster Naturschützer der Grenzprovinz Tschukotka, hat damit vor allem ein Problem. Altmetall. Das Eiland gilt als letzter Schrottplatz vor dem Nordpol. Zwei- bis dreimal pro Jahr versorgt Grusdev seinen Verbindungsmann, den Wildhüter Igor Petrovich Olenikov, und dessen fünf Kollegen mit Ausrüstung, Proviant, Post und Instruktionen. Petrovich ist der dienstälteste Ranger auf Wrangel Island und einer der letzten Insulaner. Als die Sowjetmarine zu Beginn der 90er Jahre die Anker lichtete, blieb Olenikov und kümmerte sich um das militärische Erbe. Doch Moskau ist weit, 9 Zeitzonen. Und Altlasten auf einer Insel nahe der Datumsgrenze gehören bis heute nicht zu den drängendsten Problemen des Landes. Uschakowskoje, eine Siedlung an der Ostküste des Eilands. Seit langem stehen hier die Häuser leer. Igor Petrovich erinnert sich. Vor 28 Jahren habe ich als Wildhüter auf Wrangel Island angefangen. Damals lebten hier noch Menschen. Meine älteste Tochter kam in diesem Dorf zur Welt. Doch dann gab es große politische Veränderungen in Moskau. Und die Leute hier wurden unruhig. Sie begannen, sich ans Festland nach Tschukotka abzusetzen. Die Post, der Einkaufsladen, Kindergarten, Schule, ja sogar unser kleines Hospital wurden geschlossen. Übrig blieben leere Häuser und jede Menge Schrott. Die Schiffsverbindung zwischen der Insel und dem Festland wurde gekappt. Seitdem sind wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Meine Frau wollte dann auch nicht mehr hier bleiben. Ich bin der Letzte und hoffe, ich halte noch durch bis zur Rente. Walfänger und Fischer lebten einst hier, bis das Militär kam. Heute ist die Natur wieder sich selbst überlassen. Wildhüter Olenikov fährt während des kurzen Polarsommers Patrouille durch eine einzigartige Tundra-Wildnis. Polarfüchse, andernorts vom Aussterben bedroht, jagen Schneegänsen hinterher, die zu Tausenden auf dem kargen Tundraboden nisten. Zoologen halten die 7608 Quadratkilometer große Insel für eine Arche Noah der Arktis. Fossilienfunde belegen, dass hier noch bis vor 3500 Jahren das Mammut durch die Täler zog,
und in der Abgeschiedenheit der Tschuktschen See 6000 Jahre länger überlebte als auf dem eurasischen Festland. Wrangell Island gilt Paläontologen als Fenster zur letzten Eiszeit. Während des arktischen Sommers taut der Permafrostboden und verwandelt die Insel in ein amphibisches Biotop. Fortkommen ist hier nur in den Flusstälern möglich. Und selbst Wildhüter Olejnikow ist auf Karte und Kompass angewiesen, um Tieren zu folgen, deren Bestand er registriert und über Jahre hinweg aufzeichnet. Als junger Wildhüter betreute Igor Petrovich die Auswilderung von Moschusochsen, die in Eurasien bereits mit dem Mammut ausstarben und Ende des 19. Jahrhunderts nur noch im Norden von Kanada und auf Grönland lebten. Heute zählt der Ranger wieder mehr als 100 Tiere, die in den Weiten der Inseltundra kaum natürliche Feinde haben. Im Inselinneren grasten noch bis vor wenigen Jahren über 6000 Rentiere. Polarwölfe und harte Winter setzten den Tieren stark zu. Kein Flusstal ohne Spuren des Überlebenskampfes. Der angetaute Tundraboden erlaubt nur Flechten, Moosen und Gräsern eine kurze Blütezeit während des nordpolaren Sommers. Dennoch leben hier mehr Tier- und Pflanzenarten als auf jeder anderen arktischen Insel. Seit längerem schon treiben den Wildhüter Sorgen durch das letzte unberührte Naturparadies nordwestlich der Beringstraße. Schneeeulen fanden auf Wrangell Island jahrelang ein einzigartiges Jagd- und Brutrevier. Nun scheint ihr Bestand rückläufig und der Ranger ahnt, woran das liegt. Längere Sommer, spätes Eis und höhere Durchschnittstemperaturen. Die globale Klimaerwärmung hat das Island schon früh erreicht. In Somnitelnaya, einem ehemaligen Stützpunkt an der Südküste, plagen Olejnikow noch ganz andere, altbekannte Sorgen. Endlich gibt es wenigstens Pläne, all den Schrott aus Nordostsibirien und von der Wrangell-Insel wegzuschaffen. Bislang ist aber noch nichts passiert. Gar nichts. Wir Wildhüter haben zwar versucht, das Altmetall irgendwie zu sammeln, kaputte Häuser abzureißen und manche sogar wieder aufzubauen. Aber schaut euch doch um. Wie sollen wir Tausende von Tonnen Schrott von der Insel wegschaffen? Für so ein großes Projekt haben wir nicht die Technik. Viel zu wenig Leute. Und vor allem kein Geld. Im Sommer sind die Nächte kurz am Polarkreis. Für Olejnikow die einzige Tageszeit, sich mit Kollegen in der Tundra über Funk auszutauschen. Die Gespräche drehen sich in der Hauptsache um Tierbestände, den Zustand von Siedlungen, und seit kurzem, vor allem während des Sommers, um marodierende Wölfe und Eisbären. Der König der Arktis ist das Wahrzeichen von Wrangell Island. Über 1000 Polarbären leben hier. Neuerdings tauchen die Bären in den Siedlungen auf. Und das hat Gründe. Seit knapp 10 Jahren schmilzt das Meereis hier viel früher als gewöhnlich. Und im Herbst gefriert es immer später. Das macht den Eisbären schwer zu schaffen, weil sie ihre Beute fast nur auf dem Eis jagen können.
Um nicht zu verhungern, fressen die Bären im Sommer Lemminge oder suchen in den verlassenen Dörfern nach irgendetwas Essbarem. Noch gilt Wrangell Island als Kinderstube der Polarbären. In nur 30 Jahren jedoch stieg die Temperatur im russischen Polargebiet um knapp 7 Grad. Die Folgen sind dramatisch. Dieses Jahr sind besonders viele Eisbären im Sommer auf der Insel geblieben. Normalerweise ziehen sie an die Nordküste oder weiter bis zur Packeisgrenze. Doch ihr Verhalten verändert sich seit einigen Jahren. Die Eisgrenze hat sich im Juli und August schon zu weit nach Norden verschoben. Viele Bären schaffen die lange Strecke übers offene Meer nicht und können Walrossherden und Robben nicht mehr folgen. Dann jagen sie verletzte Tiere, die hier geblieben sind. Noch ist ihr Bestand einigermaßen stabil. Ich bezweifle aber, dass das so bleibt. Sind die Bären allgegenwärtig. Vor allem an der Westküste mit Zugang zur Ostsibirischen See. Doch allein in den letzten 10 Jahren hat sich infolge der Klimaerwärmung die Packeisgrenze im Sommer um 100 Kilometer nach Norden verschoben. Polarbären schmilzt die Nahrungsplattform buchstäblich unter den Tatzen weg. Wildhüter Olenikow ist wenig optimistisch, wenn er beim Schwimmholzsammeln auf Eisbären trifft. Die Zeiten, in denen sich der mächtigste Räuber des Nordens lediglich seinem Lebensraum anpassen musste, seien vorbei. Das Land von Mjedved, dem weißen Bären, hat sich in der Vergangenheit schon mancher Gefahr erfolgreich widersetzt. Heute hat der russische Bär mehr Verbündete als jemals zuvor. Und doch scheint sein Kampf verloren. Wenn das arktische Meereis zurückgeht wie bisher, rechnen Experten, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts 2/3 der heutigen Polarbärpopulation verschwunden ist. Schmilzt das Eis komplett, ist es unwahrscheinlich, dass Ursus Maritimus überlebt. Russische Naturschützer erklärten die Insel bereits Mitte der 70er Jahre zum Naturreservat. Seit 2004 führt die UNESCO das Eiland als nördlichstes Weltnaturerbe. Möwen, Kormorane, Papageientaucher und nicht zuletzt der weiße Bär lebten hier über Jahrtausende im Schutz eines stabilen Ökosystems. Ob das so bleibt, hängt nicht zuletzt von uns allen ab. Igor Petrovich, der Wildhüter, sieht schon bald seiner Rente entgegen. Ihm bleibt die Hoffnung.